Herzlich willkommen zum heutigen Booster mit dem Thema Kindernotfälle beurteilen. Mein Name ist Andrea, ich arbeite bei der Sirmed als Ausbildnerin und freue mich, euch heute durch den Booster begleiten zu dürfen. Was ist denn jetzt eigentlich so ein Kindernotfall? Als Kindernotfall bezeichnet man alle akut auftretenden, potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen im Kindesalter. Die medizinische Beurteilung von einem Kind ist oft eine Herausforderung, weil Kinder ihre Beschwerden altersabhängig nicht immer konkret äußern können. Du lernst jetzt ein Hilfsmittel kennen, wie du Kinder strukturiert beurteilen und dir einen ersten Gesamteindruck machen kannst. So ist es dir dann auch möglich, die Schwere von einer Erkrankung oder der Verletzung vom Kind einzuschätzen. Das Instrument für die Beurteilung nennt sich PAT oder auch Pediatric Assessment Triangle. Das Dreieck dient zur Erstbeurteilung vom Kind. Es findet sogar noch vor dem Primary Survey statt und das Kind muss während dem Assessment nicht oder kaum berührt werden und ich kann somit eine Erstbeurteilung aus der Ferne machen. Im Beurteilungspunkt Aussehen und Verhalten, hier die blaue Seite, geht es darum, den Allgemeinzustand vom Kind zu beurteilen. Die folgenden Beobachtungspunkte können dir helfen, den Allgemeinzustand vom Kind besser abzuschätzen. Wie ist die Aktivität vom Kind? Schaut es mich an und hebt den Blickkontakt? Wie ist die Stimme? Schreit es? Und wie ist das Bewegungsmuster vom Kind? Der zweite Beobachtungspunkt ist Datumarbeit und Datumfunktion. Dort die grüne Seite. Ich beurteile und beobachte die folgenden Punkte beim Kind. Wie häufig in der Minute schnauft es? Ist die Atmung oberflächlich? Wirkt die Atmung angestrengt? Sehe ich also Benutzung von der Atemhilfsmuskulatur? Gibt es Atemgeräusche, wie zum Beispiel ein Pfeifen, ein Schnarchen oder ein Stöhnen? Bewegen sich die Nasenflügel bei der Atmung? Und sind Einziehungen, beispielsweise am Brustkorb, sichtbar? Der dritte Beobachtungspunkt ist die Durchblutung von der Haut vom Kind. Der Beobachtungspunkt gibt dir Auskunft darüber, ob schon ein Herz-Kreislauf-Problem vorhanden ist und ob die Situation vielleicht schon potenziell lebensbedrohlich könnte sein. Die folgenden Aspekte kannst du in diesem Punkt beobachten. Welche Farbe hat die Haut? Ist sie rosarot? Ist sie blass? Ist sie bläulich oder vielleicht marmoriert? Ist die Haut warm? Vor allem ist sie warm an den Händen, an den Füßen und wie ist die Hauttemperatur am Rumpf? Und ob eine äußere Blutung sichtbar ist. Wenn du die Erstbeurteilung mit Hilfe von PAT durchgeführt hast, kannst du das kranke Kind als kritisch oder nicht kritisch krank einstufen. Als nicht kritisch eingestuft werden kann das Kind, wenn es wach und ansprechbar ist, wenn es aufmerksam ist und Abwehrreaktionen zeigt, wenn die Atmung, Körpertemperatur und die Hautfarbe normal sind. Als kritisch krank einzustufen ist das Kind, wenn im PAT eins oder mehrere von den folgenden Warnzeichen auftreten. Zum Beispiel ein starrer Blick oder eingefallene Augen, dass das Kind keine Abwehrreaktion mehr zeigt. Das Kind hat vielleicht einen Tonusverlust, das heisst, es hat keine Muskelspannung mehr. Es zeigt eine erhöhte Atemarbeit. Es hat Atemgeräusche oder zeigt Einziehungen vom Brustkorb. Das Kind kann auch eine marmorierte oder blassgraue Haut haben oder vielleicht sogar eine blaue Verfärbung von beispielsweise den Fingern oder den Lippen. Falls du dich trotz der Beurteilungshilfe Pediatric Assessment Triangle unsicher fühlst, ob jetzt auch ein Kind medizinische Hilfe braucht oder nicht, scheuch dich nicht, beim 144 anzuleiten. Der Rettungsdienst wird dich kompetent beraten und dich während der weiteren Betreuung vom Kind unterstützen. Falls du dich jetzt in das Thema Pediatric Assessment Triangle noch mehr vertiefen oder willst wissen, von wo wir die Informationen für den Booster haben, findest du hier unsere Quellen. Im Namen von der Sirmed bedanken wir uns bei dir fürs Zuhören und freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Die Abstimmung für die Themen vom nächsten Booster findest du wie immer bei uns auf LinkedIn. Falls du Fragen, Ideen oder Inputs hast, darfst du dich auch gerne auf info@sirmed.ch melden. Wir wünschen euch allen eine gute Zeit und auf Wiederhören.